Digga, Hauptsache labert die mir hier zu, Alter. Kann ich das hier nicht irgendwie deaktivieren oder so? Passt mir gerade gar nicht. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs Legion. Folge 10. Wir sind immer noch bei dieser einen Mission. Mittlerweile in der dritten Folge, glaube ich schon. Die Vergangenheit ausgraben. Ja, okay, ich muss sagen. Die sind doch nochmal ein bisschen mehr. Also die Mission geht ja jetzt schon weit mehr als 40 Minuten. Und das ist schon krass. Also die ist halt mehrteilig, ne? Du musst halt dahin, um das zu holen. Dann kannst du dahin, um dann das noch wieder zu holen. Und jetzt müssen wir wieder dahin, um dann noch irgendwas zu machen und so. Das ist schon echt krass. Also die Mission ist echt richtig, richtig nice. Und wir sind auch gleich da. Ich hoffe, wir beenden diese Mission an dieser Stelle mal. Zeig mir bitte einen Weg rein, Bagley. Ich erfasse ein Überwachungsnetzwerk, das etwas unter dieser Brücke bewacht. Wenn du es hackst, kannst du vielleicht reinschauen. Der GPS-Verlauf des Spider-Bots, den wir bergen konnten, hat regelmäßig diese Koordinaten angepingt. Unser geheimnisvoller Zeuge, der echten Bombenleger, muss mehrmals zu diesem reizenden, feuchten Ort gekommen sein. Guter Ort für zwielichtigen Scheiß. Wäre auch geeignet, um diskret eine Leiche in die Themse zu werfen. Okay, da muss ich hin. Da ist irgendwas. Ich komme leider nicht an den... Hier, Alter. Kann ich denn hier bitte... Wie soll ich das denn aufmachen? Entsperrt verbundene Geräte. Oh, okay. Zerstörung eines Sicherungskastens. Da. Ah, okay. Alles klar. Ich kann natürlich das jetzt machen. Alles scharf machen. Explodiert das Ding jetzt oder komme ich einfach so jetzt rein? Nö. Das mal hoch jetzt oder? Was denn jetzt? Ich dachte, das Ding fliegt jetzt auseinander und... Da muss ich da jetzt halt drauf knallen. Okay. Halt auf die Tour. Profil, Dalton Wolf, okay. Und das. Ja, was passiert jetzt? Ah. Meine Fresse, unglaublich! Das ist ein geheimer Bullenbunker! Wenn Albion durch deinen Arbeitsplatz marschieren würde, würdest du auch ins Homeoffice gehen, oder? Der geheimnisvolle Officer war wohl sehr engagiert. Wird gern wissen, was ihn zum Torenanschlag geführt hat. Der Computer ist ordentlich eingestaubt, aber vielleicht finden wir ja doch was Nützliches. Hä? Datenspeichereintrag. Das ist Inspektor Caitlin Lau. Ehemalige Frau Inspektor. Seit Albions Putsch. Die Polizei ist Geschichte. Die Polizei hatte die Beweise eh längst vernichtet. Alles zu Albion, Clan Kelly und den Anschlägen. Aber ich weiß, Mary Kellys Trottelbande steckte mit drin. Auch in anderen Verbrechen, die wir untersuchen können. Ich und einige Vertraute sind risikobereit. Wieder hinter Mary Kelly her. Ich werde es wohl nie lernen, was? Sand?
Caitlin Lau, Videolog. Clan Kelly und Albion haben einen Deal geschlossen. Ich kenne keine Details, aber es sieht nach Menschenhandel aus. Das European Processing Center ist Albions Sache. Seit den Anschlägen können sie Leute einfach von der Straße holen. Als illegale Einwanderer, DedSec-Aufrührer, was auch immer. Obwohl wir die wahre Gefahr kennen. Also Clan Kelly sammelt diese Leute ein, diese Migranten, Deportierten oder besser Opfer. Und sie bringen sie irgendwo hin. Aber wohin und wieso? Alles führt zur Boss Lady zurück. Ich wusste einfach, sie hatte etwas damit zu tun, aber sie gab sich unschuldig. Es gibt nur eine Art, das durchzuziehen. Ständige Überwachung von Mary Kelly. Werde ich erwischt, dann ist das mein letzter Eintrag. Aber ich muss sehen, was sie verbirgt. Der geheimnisvolle Officer war Inspektor Caitlin Lau. Klingt, als wäre Mary Kelly ihr weißer Wal und bei der Untersuchung stieß sie auf die Anschläge. Echt jetzt? Albion steckt mit Clan Kelly unter einer Decke? Ist das ein Scherz? Anscheinend hat Zero Day bei allen widerlichen Sachen in London die Finger im Spiel. Alles führt auf sie zurück, einschließlich Clan Kelly und Albion. Jeden Tag verschwinden haufenweise Leute. Damit muss endgültig Schluss sein. Inspektor Lau hat erwähnt, dass Albion ihren Teil der Operation vom EPC ausleiten. Detektive wie wir nennen das eine Spur. Okay, Mission abgeschlossen. Die Vergangenheit ausgraben, Alter. Schön. EdSec-Kapitel abgeschlossen. Kelly-Kapitel begonnen. Körperklau. Unterwegs verschwunden. Mission gestartet. Okay. Diese Albion-Clan-Kelly-Sache hat einen schalen Beigeschmack. Und wenn Caitlin Lau recht hat, drängt sich diese Info jetzt in die erste Reihe. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein ehemaliger DedSec-Agent noch am Leben ist, aber vermisst wird. Im EPC. Angel Lopez, nicht aus London, aber ich werfe ihm das nicht vor. Andere durchaus. Angel blieb wohl bei der Einwanderungsbehörde stecken. Und so schräg das klingt, hat ihn das vor Zero Days DedSec-Säuberung gerettet. Seit den Anschlägen herrscht in London Fremdenfeindlichkeit. Albion nährt sie. So können sie jeden in ihr brutales Flüchtlingslager stecken. Wir müssen Angel finden, bevor man ihn als DedSec enttarnt. Das hier ist persönlich, Team. Aber seine Spur zu finden, bringt vielleicht etwas Licht in die Albion-Clan-Kelly-Verbindung. Shit. Das Gute ist, er ist immerhin in London. Niemand nimmt Abschiebehäftlinge. Aber der EPC, das ist schlecht, Mann. Ich habe dir alles geschickt. Ich habe auch schon unserem Kontakt beim EPC Bescheid gegeben. Der kann dich reinbringen. Okay. Da sind wir auch gleich da. Ach du Scheiße, was er mir hier für einen Umweg empfiehlt. Ich glaube nicht. Okay, was willst du jetzt? Triff den Kontakt. Ja, ist klar. Ich habe mir Caitlin Laus Untersuchung mal genauer angesehen. Und es gibt da eine enorm hohe Zahl vermisster Personen rund ums EPC. Sie war da auf einer heißen Spur. Finden wir den Kontakt, ja? Angel steckt in der Scheiße, wenn Albion ihn als DedSec enttarnt. So, triff den Kontakt beim EPC. Ja, dann zeig ich doch mal her. Ich habe mit Bagley geredet. Ich habe mich schon um deinen Zugang gekümmert. Du kommst unbemerkt rein. Das bleibt unter dem Radar, klar? Kein Bock, dass mich hier einer identifiziert. Keine Sorge, ist alles gefälscht. Aber triff mich auf dem Dach. Das ist der einzige Ort hier, der nicht nach Pisse riecht. Ich habe Infos für dich. Das European Processing Center. Deren Prozess sieht so aus, dass sie Deportierte einpferchen wie Vieh und sie dann vergessen. Aber hey, alles zum Schutz von London, nicht wahr? Mal reden. Gucken wir mal. Frischfleisch, hm?
Willst du einen Drink? Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass das aus einer Badewanne kommt. Keine Sorge. Die erlauben uns unsere kleinen Laster hier. Das hält uns ruhig. Okay, bleibt mehr für mich. Man darf nicht wählerisch sein. Ich habe hier schon Ärzte, Anwälte und Verkäufer gesehen. Hier drin ist jeder gleich. Was soll das heißen? Jeder von uns wird entmenschlicht. Wenn es nach den Leuten auf der Straße geht, ist die Stadt wegen uns so am Arsch. Diese Wichser können uns daher alles antun, was sie wollen. Glaub mir, ich verstehe dich. Und niemand tut etwas dagegen. Ach, wo ist Detzek, wenn man sie braucht? Was? Ach, nichts. Bloß Tagträume. Ich brauch wohl noch einen Drink. Halte dich von den Albion-Pissern fern, Grünschnabel. Und bleib nach Möglichkeit von der Klinik weg. Okay, interessant. Dann... da oben hin, alles klar. Hi. Was geht hier ab? Das hier ist schlimmer als ein Gefangenenlager. Jeden Tag sehe ich hier Leute, die von ihrem Zuhause, von ihren Familien getrennt wurden. Aber ich bleibe lieber und beobachte alles. Vielleicht kann ich manchmal helfen, so wie jetzt. Einfach nur krank, oder? So behandelt uns der Staat. Wer hier verschwindet, taucht nie wieder auf und keiner weiß davon. Ja, es sind auch schon Leute verschwunden. Laut den Akten wurden sie weitergeschickt, aber das kann nicht sein. Diesen Ort verlässt niemand. Und mit diesen Hyänen von den Kellys auf der Jagd bin ich nicht gerade optimistisch, dass ihnen hier irgendwer durchrutscht. Verfickte Mary Kelly! Diese Oberschlampe! Steckt ihre Nase in jeden Scheiß! Stimmt. Also wegen dem, den du suchst. Am besten fängst du mit der EPC-Datenbank an. Sie führen Buch über jeden Neuankömmling. Und sei vorsichtig. Ich schicke den Standort der EPC-Datenbank an deine Optik. So, könntest du etwas Abstand halten? Okay. Digga, Hauptsache labert die mir hier zu, Alter. Kann ich das hier nicht irgendwie deaktivieren oder so? Passt mir gerade gar nicht. Ach, das ist ja noch hier drinne. Ah, sehr cool. Okay, dann müssen wir gucken, hä? Hier wird es eine Datenbank geben, in der wir nach Angel Lopez suchen können. Mhm. Okay. Na dann. Oh, ein Schlüssel. Oder kann ich das mit dem auch machen? Okay, das reicht schon. Alles klar. Verstecken wir uns. Komm schon, Berkeley. Sag mir, dass du was gefunden hast. Habe ich. Seine Akte wurde wie hunderte andere aus der Hauptdatenbank gelöscht. Aber es ist alles belegt. Selbst bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit erledigt die Regierung ihren Papierkram noch ordentlich. Es gibt eine Aufnahme namens Ausgangsinterview. Ja, das bringt nichts. Wir gehen wieder zurück. Weißt du, was wir mit Terroristen machen, Lopez? Langweil mich nicht, indem du das abstreitest. Wir wissen, dass du ein Deadsack bist. Denkst du, wir hätten dich zufällig mitgenommen? Ganz bestimmt nicht, Mann. Nichts zu sagen?
hier, dann wird das hier kein Spaß für dich werden, denn ich will Informationen. Der Rest deiner Zelle, wo sind sie? Ich will Namen, Orte, alles, was du hast. Haltet ihr mich für doof? Ich sage euch alles und was passiert dann? Ihr lasst mich gehen? Ich sage nichts. Ich weiß, wie das ausgeht. Oh, das glaube ich nicht. Ich werde dich den Wölfen vorwerfen. Die Kellys haben eine interessante Art, Probleme zu beseitigen. Denkt ihr, ich hätte vor ein paar Gangstern Angst? Oder vor einem Bad in der Themse? Fickt euch! Dafür bist du zu hübsch, Kumpel. Erst werden sie dich verhökern. Für Lösegeld, klar. Dann, wenn sie es bekommen haben, werden sie dich zerstückeln und in der ganzen Stadt verteilen. Was auch immer, ich komme damit klar. Du tust mir fast schon leid. Bringt ihn schon in die verdammte Klinik. Oh, shit. Sie wussten die ganze Zeit, dass er zu der Zecke gehört. Das sieht nicht gut für Angel aus. Die Klinik hält sich an die gesetzlichen Öffnungszeiten. Das heißt, jetzt ist geschlossen. Wir müssen Angel auf altmodische Weise finden und ihren CTUS-Hub hacken. Deportationsängste, schreckliche Lebensbedingungen, unerklärtes Verschwinden. Es macht fast den Anschein, als würden die Medien die Lage hier absichtlich ignorieren und lieber... Oh, sieh eine an, Beatrice Stockley, 89, hat ein neues Hobby, Kickboxen. Faszinierend. Wenn das EPC ein typisches Beispiel für menschliche Interaktion ist, dann wäre doch ein gnädiger KI-Overlord schon ein Fortschritt, oder? Bex, red nicht so viel, ja? Ich drücke die ganze Zeit ausweichen, passiert nichts, geil. Oh. Das ist ja beschissen. Setze Patrouille fort. Ich habe eine AR-Rekonstruktion von Angels Untersuchung erstellt. Junge. Du kannst sie dir in der Klinik ansehen. Echt spitze. Oh ja, okay. Das ist ja auch hier irgendwo. Ne? Cool. Moment, wie komme ich da jetzt rein? Hier. Okay, komme ich hier hin? Was ist passiert? Mann! So, irgendwie hin. Scheiße, ich komme hier nicht rein. Und es wird zu warm hier, mein Gott.
probieren wir es halt so. Geht nicht. So, wie sieht's aus? Hier geht es nicht. Dann machen wir es halt so. Das kannst du mir jetzt hier nicht bringen. Bringt mir hier alles nichts. Ne. Gut. Das? Maske. Aha. Komm ich hier raus? Darüber irgendwie? Hallo? Ja, als ob hier nichts geht. Besser hier. Zum Fuck komme ich da rein, Junge? Was soll denn die Scheiße? Hä? Super, die AR-Aufzeichnung. Ja! Dazu muss ich hier aber rein. Hier wieder woanders. Hier gibt es keinen Eingang. Wie kriege ich denn das jetzt auf da? Kriege ich denn das auf? Ach, Mann. Es ist doch einfach nur ärgerlich. Ich hab keine Ahnung, Freunde. Wir beenden die Folge an dieser Stelle erstmal. In der nächsten Folge gucken wir doch mal weiter. Aber ich weiß es nicht. Geht das so einfach? Es geht nicht. Hier ist auch nirgendwo ein Eingang oder so. Ja, egal. Wir gucken nächste Folge. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.